Willkommen zurück zu Reassembly mit mir, Peter Wustenkrieg hier. Und wir sitzen hier immer noch in der grünen Hölle. In der grünen Hölle, in der alles auf mich schießt und alles meinen Tod will. Ich glaube, ich muss einfach mal ein bisschen in die Nähe von den Dingern hier fliegen und die vernichten. In der Hoffnung, dass sie nicht wiederkommen. Ich weiß gar nicht, ob dieser Pflanzenkram so funktioniert. Aber ich glaube schon. Es sieht jedenfalls ganz danach aus, als könnte man das abschalten. Jetzt hier mal Schluss ist mit dem ewigen Raketenbeschuss. So, jetzt aber ganz kurz. Wir haben einiges an Credits bekommen. Da ist jetzt Zeit für den Shield Projector. Und ich upgrade das hier noch zweimal, genau. Wunderbar. Dann können wir uns nämlich gerade ganz massiv noch aufbauen. Gucken wir, dass wir hier den Shield Projector aufsetzen. Oder ein paar. Das lassen wir mal gerade dran. Kriege ich die hier irgendwo? Oh ja. Da kriege ich einen hin. Ah, die sollten eher hier nach innen. Das sieht sinnvoller aus. Nehmen wir den hier noch raus. Wahnsinn. Okay, willkommen im Land der Unsterblichen. Das hier kann mal weg. Hier vorne hätte ich gerne einfach so eine komplette Batterie angebracht aus denen. Die gar nicht so schlecht sind. Habe ich gesagt. Und da können wir dann noch so eine kleine große Mauer dran klatschen. Die natürlich vorne und hinten nicht richtig passt, weil ich sie nicht zentrieren kann. Unerfreulicherweise, aber das hier sollte jetzt richtig hart taugen. Als nächstes kommen dann noch mehr Drohnen, die da gesetzt werden. Aber jetzt gerade müssen wir kurz warten, bis die Schilder aufgesetzt sind. Kann ich es eigentlich auch gedrückt halten? Jawohl, ich kann die rechte Maustaste einfach gedrückt halten. Der spawnt bis in alle Ewigkeit einfach Drohnen. Okay, wir haben jetzt Schilde. Das heißt, wir legen uns auch echt mal mit den Großen an. Jawohl. Ich meine, wir tun ihm nicht wirklich weh. Aber wir tun ihm weh. Gerade echt gar keine Energie mehr. So, was machst du hier gerade mit meiner Station? Geh weg. Nein, komm her. Ist ja fast vernichtet. Zeit, dich auszuschalten. Jawohl. Ein bisschen Problem mit Energie. Da wäre dann so der nächste Fokus drauf zu setzen. Dass wir die neuen Generatoren kaufen. Mensch, die Schiffe bringen aber wahnsinnig viel. Okay, wir haben uns zwar vermächtigt, aber wir sind noch nicht unendlich mächtig. Schauen wir mal ganz kurz, ob der neue Generator in unserer Preisrange ist. Wo war der denn? Ich hatte doch einen gesehen.
War denn noch ein neuer Generator da? 1220 kostet der. Können wir eventuell an unserem Design jetzt schon, wie es ist, noch ein paar einbauen? Ja, auf jeden Fall. Dann nehmen wir einfach hier raus. Wie viel kosten die? Ein bisschen was. Zwei noch. Der Rest hier einfach mit Hülle zugemacht. Ja, ich könnte die natürlich auch nach innen setzen. Sie etwas sicherer. Eventuell kommen wir dann etwas besser hin. Nein! Sterben will ich jetzt nicht. Nein, nein, nein. Ich will mich in aller Seelenruhe wieder aufbauen. Thema in aller Seelenruhe wieder aufbauen. Da zerfallen wir langsam in alle Einzelteile. Okay, und schon haben wir keine Energie mehr. Aber dafür haben wir die Station nahezu befriedet. Jawohl, noch eins von unseren Superschiffen. Jawohl. Sie werden nachgebaut. So, dann gehen wir uns mal hier reinstürzen. Solange die Schilde aktiv sind. Oh wow. Einfach hier gerade nur im langsamsten Sinkflug vorbeirollen und diese Dinger da vernichten, die konstant meine Station und alles angreifen. Die Drohnen überhaupt das, was ich glaube, dass sie tun, oder muss ich sie tatsächlich leiten? So mehr oder weniger in die richtige Richtung gehen. Also nicht mehr, wenn ich sie abfeuere, kommen sie schon immer erstmal so ganz normal. Wie auch immer ihnen das gerade passt. Okay, unser zweites Schiff hängt hier auch einfach nur rum. Ist natürlich extrem energieaufwendig, das hier zu bekämpfen. Weil die ganzen Raketen abgeschossen werden wollen. Ja, wir versuchen es mal gemeinsam mit unserem... Oh Gott, nein! Nein, so viel Energie, nein! So viele Ressourcen, oh Gott, no! Und wir werden wieder am Arsch der Welt gespawnt. Oh Gott, ich hab's nicht kommen sehen. No. No, das Mutterschiff. Das Mutterschiff. Oh Gott. Kann ich meine Ressourcen noch retten irgendwie? Ist das mittlerweile alles weg? Alles weg. Oh oh. Nein, ich will nicht an den Agenten. Oh Gott. Ich kann mich mit dem nicht anlegen. Ich möchte mich auch gar nicht mit dem anlegen. Ich rutsche da die ganze Zeit ganz ungewollterweise rein. Also wichtig, das will ich doch gar nicht. Ich brauche unbedingt den großen Generator hier. Der kleine bringt 75 pro Sekunde und der 450 pro Sekunde. Also das ist ganz... Klarer Vorteil, aber wenn die sich gerade so nach unten bewegen, dann bewege ich mich mal nach oben.
Wir sind hier einfach ganz klare Opportunisten. Wow, warum ist der denn jetzt plötzlich hier vor meiner Nase? Er ist doch gerade nach unten geflogen. So, ich will hier vorne zu der Station. Nope. Da will ich überhaupt gar nicht hin. Um alles in der Welt. Oh Gott. Ich will hier nicht sein. Ich möchte das alles nicht. Da ist ein Einzelnes. Das könnten wir schaffen. Okay. Wenn ich mich halt nicht überschätzen würde, gell? Das Grün überhaupt noch am Leben ist mit dem ganzen Lila dazwischen. Das ist schon geradezu beeindruckend. Oh, wie süß! Die kleinen Drohnen dotzen hier an Dinger und prallen ab und fliegen dann sinnlos durch die Gegend. Ich glaube, dieses Ding verfolgt mich. Kein Spaß. Das Ding jagt mich. Ich will da nur ein bisschen Ressourcen sammeln. Das ist alles, was ich will. Lass mich in Ruhe. Oh, Station. Jawohl. Wundervoll. Die Dinge sind ja mittlerweile echt gar kein Problem mit meinem Setup. Schiffies. Kommt her. Legt euch an mit mir. Jawohl. Bereut es sofort, was ihr es getan habt. Oh yeah. Noch mehr sinnlose Schiffe. Größeres Schiff. Ein zu großes Schiff. Ich hab's noch kaputt gekriegt, aber nicht bevor ich nicht auch kaputt gemacht worden bin. Gott verdammt nochmal. So komme ich doch nie an meine Ressourcen heran. Mensch. Aber das ist eine Richtung, in die ich fliegen sollte. Hier ist relativ wenig unterwegs. Näher ran. Dass da alle rumhängen. So tun, als wären sie unsichtbar. Ich muss echt nur nah rankommen. Dann hat sich das schon. Da liegen meine Überreste. Ich brauche unbedingt mehr Drohnen. Wobei ich mich gerade die ganze Zeit frage, ob meine Drohnen in dem Moment, wo ich sie starte und sie für mich schießen, ob die Energie verbrauchen, wenn sie schießen. Ob das hier echt nur mein Ding. Ah, da war meine Energie, da war mein Ressourcenanteil eingesammelt worden. Na, komm her. Nee, die Drohnen kosten keine Energie, wenn sie kämpfen. Wuhu! Was war das? Faction 3 unlocked. Aber irgendjemand, ich habe gerade eine Station verloren. Wurde mir gesagt. Hast du eben mein Zeug gestohlen? Irgendjemand ist gerade hier vorbeigeflogen. Ich kann eh nichts mehr aufsammeln, dann gehe ich mal zurück. Naja, flieht ihr mal besser von mir.
Dann seid ihr echt gut beraten mit, wenn ihr das tut. Und ich will nicht zum Agenten fliegen. Ja, ich will da ein. Jawohl. So, jetzt müssten wir den neuen Generator kaufen können. Nice. Nice. Wie viel kostet der denn? Der kostet 135 und so einer von ihnen kostet 23. 450. 75. Was ist das hier? Shield Projector. Ich die alle rausschmeiße. Und das hier alles umsetze. Was nehme ich dafür raus? Eine Flak-Batterie oder? Ach, nehmen wir mal. Nehmen wir mal ruhig hier vorne die Dinger weg. Dich nicht. Und das hat es nicht gebracht. Das hat nicht gereicht. Okay, dann nehmen wir einfach die zwei noch weg. Und bauen hier noch ein bisschen Hülle dran. Bum, bum, bum. Okay. 4x75. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt ein Tausch war, der sich gelohnt hat. Finden wir es heraus. Finden wir es einfach heraus. Bauen wir uns kurz ein bisschen neu zusammen. Ja, das hat sich gelohnt. So, da oben fliegt der Agent. Ah, ich hab keine Chance. Nicht mit der Bewaffnung. Nicht allein. Oh Gott, flieg! Oh oh. Nein! Verdammt. Aber theoretisch werde ich hier wieder gespawnt, oder? Oh Gott. Ich hau jetzt einfach ganz viele Drohnen hier raus und hoffe, dass ich immer mal wieder am Rand irgendwas abbauen kann. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich glaube, die fressen sich gerade ganz gediegen durch meine Stationen durch und da ist nicht so wirklich was, was ich gegen tun könnte. Wenn ich nah genug für einen Strafing ran drankomme, sind die ja schon tot. Die kleineren zumindest. Aber das reicht halt nicht, um hier so eine Flotte auszuschalten. Oh oh. Nope. Da saß ich etwas zu tief drin. Ist die Station noch da? Ja, aber sie produziert nicht mehr. Oh oh. Kein gutes Zeichen. Machen wir das hier mal gerade kaputt. Oh weh. Oh weh.
Gott sei Dank habe ich so viele Flakgeschütze, ansonsten wäre ich jetzt gerade schon ziemlich tot. Aber das hat sich jetzt eh mit dem ziemlich tot sein. Fürchte ich. Oh nein, gar nicht. Ich habe es überlebt irgendwie. Obwohl mich eins von den großen Schiffen verfolgt hat. Oh Gott, na! Oh, so knapp vor dem Schild meiner Station. Aber wir geben das hier jetzt nicht auf. Diese Basis darf nicht fallen. Oh, trotz dieser mächtigen Rasse. Könnt ihr mal voll knicken, dass ich aufgebe. Das hättet ihr wohl gern. Und jetzt umso verbissener gekämpft. Ich glaube nicht, dass die Drohnen hier wirklich was bringen gegen diese Dinger. Ich glaube, ich muss meine Bewaffnung überdenken. Nope. Meine Drohnen bringen hier gar nichts. Okay, Zeit für ein neues Schiff. Zeit für eine neue Strategie. So. Bauen wir uns denn da mal. Da bauen wir uns jetzt mal eben. So. Und so. Und so. Dumm. Und dumm. Und dumm. Okay, das ist jetzt das Grundlayout, ja. Das ist das Basislayout. Das Ding ist jetzt natürlich mal wieder so gestaltet, dass das nirgendwo hier dran passt, sinnvoll. Unerfreulicherweise. Dann müssen wir das hier nochmal etwas erweitern. Damit hier der Innenraum passt. So, da kommt ein. Ja, wollt ihr mich jetzt überhaupt komplett veralbern? Der passt da immer noch nicht hin. Ach. So, jetzt kommt. Wirklich. Ich bin unzufrieden damit. Sehr unzufrieden. Das ist doch. Das kann doch gar nicht wahr sein. Warum ist das denn. Also. Das kann doch nicht deren Ernst sein. Oder? Das möchte ich gar nicht für wahr haben. Okay, machen wir es einfach so. Machen wir es einfach so. Das passt schon. Das passt schon irgendwie. Wie viel kostest du eigentlich? 18p nur. Ja, Trollolo. So viel zu dem Thema. Das ist zwar noch irgendwie sehr viel kleiner gerne gehabt, aber naja nun. Wer wird sich denn beschweren? Ich ja wohl nicht.
Bauen wir jetzt nochmal eine richtig schöne Hülle drumherum. Eine, die ausnahmsweise taugt. Nicht nur komplettes Flickwerk ist. So, mal sehen, ob das hier wenigstens geht. Naja, immerhin das geht. Und davon bekommen wir noch ein paar hier rein. Dann bekommen wir keine rein. Das setzen wir hier tiefer rein. Das ebenso. Dafür kommt hier noch eine Flak hin. So. Okay. 361p. Dann bauen wir das hier aus. Das hier aus. Das ist ein Shield Generator hin. Das, ups, ich wollte es ja gar nicht. Das hier ansetzen. Das hier auch. Noch ein Shield Projector. So. Und boop. Ja. Kann man auch direkt so hinsetzen, wenn ich das richtig sehe. Und ja, das sehe ich richtig. Das sehe ich absolut richtig. Nur für die Optik, das hat jetzt keine nähere Bewandtnis, dass wir das machen. Das bringt nichts. Das hier passt da wunderschön hin. Oder passen auch. Da müsste noch eins hinpassen. Perfekt, dann ist das hier auch ausgefüllt. Sinnvolle Art und Weise. Und jetzt kommen wir dann mal an die Bewaffnung dran. Und dann nehmen wir die hier. Und das wird jetzt ein Raketenschiff. Ein absolutes Raketenschiff. Auch dazu. Die hier mal kurz raus. Bauen die Hülle hier fertig. Kostet die Hülle irgendwas? Nee. Hülle können wir so viel haben, wie wir wollen. Das finde ich gut. Nehmen wir uns die Freiheit auch. Und machen schön viel Hülle. Ist halt einfach nur ein bisschen schwerer zu bewegen dann. Oh weh. Komm schon wieder in Zeitverzug. Aber das Spiel ist einfach so klasse. Es macht so viel Spaß hier zu designen und zu versuchen, neue Wege zu finden, Gegner zu vernichten und so. Ich kann mich hier nur sehr, sehr schwer losreißen. Schwer bis gar nicht. Nee. Ich will dich da oben angesetzt haben. Da. Da bist du dran. Genau. Wie bauen wir das denn jetzt am sinnvollsten? Bauen wir denn die jetzt hier auf? Wir da am meisten von haben. Die Dinger treffen wenigstens auch. Die Drohnen haben jetzt irgendwie den Superschaden nicht gemacht. Ich sollte die eher so ansetzen, dass die auch zwei Dinger haben. Sonst ist das ein bisschen Energieverschwendung hier, die anzubringen.
Es ist mir letztlich egal, wie die gestartet werden. Hauptsache, sie werden gestartet. Machen wir das auch? Nee, ist falsch rum. So rum. Jawohl. Und das nennen wir jetzt Gunnery Fish. Für den Gunnery Fish haben wir aber nicht genug Pill. Haben wir noch? Ja, zum Upgraden reicht's auch nicht. Das heißt, ich muss gerade nochmal in den Gunnery Fish rein und ihm irgendwas abnehmen. Das hier vorne, reicht das? Nein, das reicht nicht. Aber ich bin ehrlich der Meinung, ich nehme ihm am ehesten hier solche, noch eine Flakkanone weg. Für den Moment. Damit wir ihn überhaupt haben können. So. Bauen wir uns mal eben neu auf. Oh, ich glaube, nehmen wir das gleiche Problem wie vorhin. Der Gunnery Fish hat keinen Steuerdüsen. Ah, die kriegt er noch schnell. Und dann machen wir Schluss für heute. Wenn er die Steuerdüsen hat. Die müssen hier noch irgendwie reinpassen. Mist. Noch mehr Flak kann ich nicht rausnehmen. Das ist ein bisschen schwer, schlecht aufgestellt. Nehmen wir noch zwei Missile-Dinger erstmal weg. Wenn wir uns nicht bewegen können, haben wir hier auch nichts von. Boop. 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 Ich will mich auch anständig bewegen können. Deswegen verdoppeln wir die direkt alle mal. So, und damit gehen wir jetzt in die Schlacht. Das sieht sogar mal fast aus wie ein echtes Schiff. Ja? Nicht wie diese Krüppel, die ich bisher gebaut habe. Ich sag, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Like da lassen. Wenn ihr was zu sagen habt, kommentieren. Wenn ihr es noch nicht getan hat, abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal und sehen dann Gunnery Fish in Action. Bis dahin, macht's gut.